Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Heute öffne ich für euch das 19. Türchen aus diesem wunderbaren Buch Weihnachtswundernacht Band 7, erschienen im Brendo Verlag, herausgegeben von Thomas Klappstein. Und heute lese ich euch eine Geschichte von Christina Broderek. Und sie heißt Nah beieinander. Die Großmutter ist alt. Sie ist klein. Ist Omilein etwa geschrumpft, hat Maya gefragt, als sie ins Zimmer kam. Ihr Kopf mit den kurzen grauen Löckchen liegt auf einem riesigen weißen Kissen. Ihre Augen sind so blau wie immer. Ihr ganzes Leben lang waren sie blau. Und sie haben viel gesehen. Bis nach China, nach Kanada und Brasilien ist die alte Dame gereist. Viele Jahre lang hat sie in Schweden gelebt. Sie war eine eifrige, engagierte Lehrerin, hat Bücher geschrieben und Preise gewonnen. Jetzt sieht sie müde aus, aber sie lächelt. Ihr hellblaues Nachthemd und die weiße Bettdecke heben sich ganz sanft mit jedem Atemzug. Ihre drei Kinder sind auch da und zwei Schwiegerkinder, drei Enkelkinder, vier Urenkelkinder, Janis, Mia, Finn und Sina. Ein fünftes ist unterwegs. Eine große Sippe. Als sie das Krankenhauszimmer betraten, hatte die Ärztin gestaunt. So viele Stühle haben wir nicht, hatte sie sich entschuldigt. Sie hatten alle abgewunken und stehen jetzt im Kreis verteilt um das Bett herum. Karin hat selbst gebackene Zimtknoten mitgebracht. Ob Oma merkt, dass es nach Weihnachten riecht, fragte Janis. Die Großmutter hatte schon seit 3 Tagen nichts mehr gegessen. Sie trinkt auch nicht mehr. Ein Schlauch in ihrer Hand versorgt sie, aber ihre Nase hat kurz gezuckt. Lecker. Kanellknuter, hat sie gemurmelt und sah dabei sehr zufrieden aus. Sina, die Jüngste, lässt die Hand ihrer Mutter los, geht einen tapferen Schritt auf ihre Urgroßmutter zu und legt ihren kleinen Kopf auf das Kissen neben ihren. Wie ähnlich sich die beiden sind, so ähnlich, unglaublich, diese blauen Augen, flüstern die Erwachsenen. Sina flüstert der Großmutter ins Ohr, Omilein, bald ist Weihnachten. Die Großmutter strahlt. Ihr Blick wandert von einem zum anderen und wieder zurück. Ich wünsche mir eine Babypuppe, flüstert Sina, und ich spiele in der Kirche den allerschönsten Engel. Die freundliche Ärztin kommt ins Zimmer und fragt, ob alles in Ordnung sei. Sie versichert ihnen, dass ihre Mutter keine Schmerzen habe. Unsere Omilein ist fast 100 Jahre alt, erzählt Janis ihr. Die Ärztin lacht hell auf. 88, ja, das ist fast 100 und ganz schön alt. Die Kleinen geraten ins Erzählen. Unser Omilein hat einen großen Krieg erlebt, erzählt Finn. Er ist auf das hohe Bett gekraxelt und sitzt am Fußende. Sie hat in Stockholm gelebt. Sie konnte 4 Sprachen, Deutsch, Schwedisch, Englisch und Französisch. Alle nicken bejahend. Sie hat immer spannende Geschichten erzählt und Waffeln gebacken und noch mehr Geschichten erzählt, weiß Mia. Und sie hat alle Bücher von der Astrid Lindgren. Und sie konnte auf dem Eis laufen mit einer schnellen Drehung. Und in ihrem Haus gab es einen Kamin. Sie hat nämlich Feuer sehr gemocht. Finn will etwas sagen und meldet sich wie in der Schule. In ihrem Garten gab es ein Baumhaus und alle Blumen der Welt. Und Apfelbäume und Kirschen und eine Regentonne mit einer Leiter dran. Da hat unser Omilein jeden Morgen drin gebadet. Sina kichert, so kalt. Saukalt, bestätigt einer der Männer und schüttelt sich. Finn, der immer noch zu den Füßen der Großmutter thront, breitet die Arme weit aus und meint, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich hab? Bis zum Mond und wieder zurück. Dann dreht er sich um und erzählt, bei Omilein gab es auch Hasen, die habe ich immer mit Löwenzahn gefüttert.
Janis weiß noch mehr. Omilein war früher mal verheiratet mit Axel. Die Großmutter gluckst glücklich auf. Mein Axel. Janis ergänzt noch, aber den habe ich nie gesehen. Der hatte einen langen Zopf. Das habe ich auf einem Foto gesehen. Neben Omileins Bett stand das immer. Und sie hat einen knallroten uralten Volvo. Mit etwas Rost dran. Und die Sitze mit Gänseblümchenmuster. Die Erwachsenen schütteln den Kopf angesichts der vielen Erinnerungen und lachen dabei immer wieder. Die Ärztin meint, sie sind aber eine ausgesprochen freundliche Familie. Das gibt es heute ja nur noch ganz selten, dass so viele Angehörige kommen, um sich zu verabschieden und dass die Kinder mit dabei sind. Juliane streichelt über ihren runden Bauch und die Ärztin bietet an, ihr einen Stuhl zu holen. Ah, lassen Sie nur, sagt sie und setzt sich auf das große Bett. Alle sehen zu, wie Omas Hand unter der Bettdecke hervorkrabbelt und sich auf Julianes Bauch legt. Bald ist Weihnachten, flüstert die Großmutter. Jetzt müssen die Älteren ein bisschen weinen. Da beginnt die Großmutter leise zu singen, Tendet jus och lat den brina, lat aldrig hoppet fürs winna. Einige stimmen mit ein. Die in Schweden aufgewachsen sind. Mia fragt, was bedeutet denn das Lied von Omilein? Oma Karin zitiert, Entzünde ein Licht und lass es brennen. Lass die Hoffnung nie verschwinden. Jetzt ist es dunkel, aber es wird bald wieder heller. Entzünde ein Licht für alles, woran du glaubst. Für diesen Planeten, auf dem wir leben. Entzünde ein Licht für die Kinder dieser Erde. Schön, seufzt Mia. Finn klettert vom Bett herunter. Ich muss mal Pippi, sagt er. Ja, Pippi Langstrumpf, sagt die Großmutter. Die war mir ein Leben lang eine gute Freundin. Sie hebt etwas den Kopf und will wissen, hat hier eigentlich irgendjemand rote Haare? Alle Anwesenden schütteln die blonden Köpfe. Niemand, Omilein, wir sind auf dem Kopf alle hell, erklärt Janis ihr. Auch gut, sagt sie und lehnt sich zurück ins Kissen. Sie tastet wieder nach Julianes Bauch. Herrlich, Herr Jordan, singt sie jetzt leise. Mia entziffert das Namensschild am Bett. Anne-Marie, sagt sie laut. Die Großmutter runzelt die Stirn und hebt die Brauen. Herrlich, Herr Gutshimmel. Karin meint, sie singt doch wirklich Weihnachtslieder. Du weißt, es ist in Schweden auch ein Beerdigungslied, sagt Bürger neben ihr. Sina flüstert ihr etwas ins Ohr. Die Großmutter schließt die Augen. Sina setzt sich gerade hin und verkündet allen, fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkünde euch große Freude. Die Ärztin bemerkt es als Erste. Die Decke hebt und senkt sich nicht mehr. Es ist soweit, sagt sie. Alle gucken die Großmutter an, weinen leise, reichen sich Taschentücher. Juliane löst die Hand von ihrem Bauch. Tod und Geburt, Abschied, Advent, Weihnachten. Es ist alles so nah beieinander. Mia singt, Lat det brina. Herrlich, Herr Jordan, herrlich, Herr Gutshimmel. Skön es jelnars Pilgrimsgang. Genom de fagra riken pa Jordan, gavitil paradis med sang. Herrlich ist die Erde, herrlich ist Gottes Himmel, schön ist die Pilgerreise der Seelen. Durch das Reich auf der Erde gehen wir ins Paradies mit Gesang. Tide warf, tide warf fürs Winna, slekten völja slekten skong, aldrig fürs Thomas, tonnen fron Himmlen, is jellens glada Pilgrimssong. Zeiten kommen, Zeiten gehen, Generationen folgen auf Generationen. Niemals verstummt der Klang vom Himmel, von der Seelen frohes Pilgerlied. Engler den Sjöngo, Först für Markensherder, Skön Fronsjol tils jeldet gljöd, Meniska gleddig, Frelsan erkommen, Frit över Jorden Herren bjöd.
Engel sangen, zuerst für die Hirten der Erde, klang es schön von Seele zu Seele. Mensch, freue dich, der Retter ist gekommen, der Herr hat uns zum Frieden auf Erden eingeladen. Der schwedische Text war von Cecilia Boort Holmberg. Und ich entschuldige mich bei dir, liebe Cecilia, und bei allen schwedischen Zuhörern. Ich kann kein Schwedisch. Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen versucht auszusprechen, vorzulesen. Und der deutsche Text ist von Bernhard Severin Ingemann. Und die Geschichte von Christina Bruderek. Und vielen, vielen Dank, liebe Christina, für diese schöne Geschichte. Das war das 19. Türchen, ihr Lieben. Und ich freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet, wenn ich das 20. Türchen öffne und euch wieder eine Geschichte vorlese. Denn bald ist Weihnachten. Und alles steuert unweigerlich auf den Waschsalon zu. Denn dieses Jahr feiere ich Weihnachten im Waschsalon. Und das wird die Geschichte am 24. selber sein. Höchstwahrscheinlich morgens, weil ich nachmittags zwei Gottesdienste machen werde. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Alles Liebe und bis später. Tschüss.